Heureka! Hallo Freunde, der NRW über 18 hier. Ich bin wieder da. Und ich habe was rausgefunden. Ja. Wir müssen. Ah nee. Doch. Nee. Warte mal. Wir müssen in den Keller. Nein, hier, hier. Ja, hallo, hallo. Hier eben durch die Küche. Jetzt hier durch. In der Keller. Hallo, in der Keller. So, und dann hier in den Akten. Oder ins Aktenlager. Hallo, hier, ich klicke auf die Tür. So, Aktenschrank, den habe ich mir gar nicht angeguckt. Zack, Schublade. Und wieder zu. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Logischerweise Adrian. Da. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Gut. Jemand anders? Nein, nicht Benutzer. Der Mann im Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ja, ja. Und einen haben wir noch. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Oh. Und mehr steht hier nicht. So, und ich hoffe jetzt mal, dass ich mit diesen Informationen... Lea Luna Informationa... jetzt hier endlich was reißen kann. Weil so langsam nervt es mich. Okay, wir gehen wieder durch die Küche. Hier hinten. Edna. Die Frau will mich echt aufregen. Sie will mich echt aufregen. Sie macht das absichtlich. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe das nur mit dem Aktenordner gefunden. Habe dann direkt zurückgeladen und bin jetzt mit euch wieder hier. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Jawohl, ja. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Ah. Noch einmal? Na gut. Ich wusste es, ja! Jawollo! Adrian! Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe.
Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Moment, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Moment, wo habe ich meinen Zettel? Roter Kater. Roter Kater und Zweiter. Ich wurde beim Showdown immer als Zweites ausgewählt. Das ist im Prinzip von allen, die wir da jetzt hatten. Ja, also... Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Eine grün. Ich verstehe. Nee, kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Haustier. Er hatte rot. Schwarz, rot, grün, blau, gelb, mocker... Okay, die beiden letzten streiche ich. Schwarz, rot, grün, blau oder gelb. Das sind im Prinzip genau die Farben, die wir jetzt da alle hatten. Wir hatten den König, den Bienenmann, Droggelbecher, Hoti und Adrian. Adrian hatte eine rote Katze. Moment. Sie sagte, wenn es ein Hund wäre. Und Hund hat nur Droggelbecher. Und Droggelbecher... Moment, der war aber grün. Also grün. Ich verstehe es nicht. Oder ich soll bei Adrian bleiben, der hat einen roten Kater. Was ist da jetzt richtig? Ich verrühre es erstmal mit grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Hä? Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Ja, aber... Was hat uns das jetzt gebracht? Das hat uns gar nicht... Okay, wir versuchen es einfach mal. Moment, ich bin jetzt gerade noch was umsortieren. So. Ach nee, wir müssen jetzt wieder... Ja, wir müssen jetzt hier wieder auf die... Oder? Doch, ja, in den Aufenthaltsraum. Also rüber auf die andere Seite. Wart. Dann den damit. Ich sagte... Das sieht Ich weiß, dass das gefährlich aussieht. So, jetzt zurück zum König. Nur auf der anderen Seite... Ich meine... Da kommt der nächste Ausgang. Ja, aber was soll mir das bringen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das irgendwie... Ich meine, ich hatte jetzt einen Erfolg. Das auf jeden Fall. Nur, wie bringt mich das hier bei diesem Wettbewerb weiter? So, okay, das spare ich mir mal. Hä? Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Okay, wir haben eine neue Frage. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja... Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Soll es ein Witz sein? Grün! Grün!
Ha! Weit gefehlt! Hä? Moment mal. Ach nee, da war rot. Grün war der von Droggelbecher. Ja. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer aus... Halt. Ha! Und was für... Einen... Halt. Welche... Da. Na ja... Da... Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so... So verstanden. Ach. Und alles ist plötzlich viel klarer. Hä? Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Der redet so leise. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder... Kopf. Tatsächlich. Kopf. Na? Jetzt ich. Oh. Ich tippe auf. Ah, wenn er jetzt geheilt ist? Was ist das? Ja. Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Was? Erfolg freigeschaltet. Königin hat auch... Wieso ist das immer so schnell weg, Mann? Okay, dann jetzt auf zu meiner nächsten Vermutung. Nämlich, dass wir jetzt mit der Goldmedaille... Gold wäre das ideale Material, um den Schlüssel zu gießen. Aber wie bekomme ich die Medaille flüssig? Ich hab's. Ja. Du musst so lange an den Enden ziehen, bis sie in der Mitte ausleiert. Ja. Oder ich suche ein passendes Gefäß für einen Ofen. Gefäß? Ich mag meine Idee. Sie ist einfach und beinhaltet rohe Gewalt. Vielleicht den Eimer? Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Ofen. Aber wir kommen weiter, Freunde, wir kommen weiter. So, jetzt müssen wir hier erstmal, wer weiß, wohin fahren. Da kommt der nächste Ausgang. Ach so, Moment. So, wieder rein da. Und los geht's. So, weiter geht's. Dam. Da kommt der nächste Ausgang. So, hier runter. Hier hoch. So, wieder da, Freunde. Nachdem ich glaube, jetzt schon zum 50.000. Male wieder jede Menge vom Spiel offscreen spielen musste, nachspielen musste, sind wir jetzt hier wieder an der Stelle und ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht wieder abkackt. Nein, es sieht gut aus. Es ist merkwürdig, dass es immer nur da an der Stelle abkackt. Wir gehen jetzt wieder die Treppe runter. So langsam, ne? Strapaziert es meine Nerven, dieses Spiel. So, Gold, Heizofen. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil... Vielleicht reicht die Temperatur tatsächlich aus, um das Gold zu schmelzen. Mhm. Aber wenn ich es einfach so da reinwerfe, dann ist es futsch. Genau. Das heißt, vielleicht den Topf? Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Hehehe. Aber etwas fehlt. Das Gold. Also das Gold okay. Da rein. Und Medaille im Topf. Schmelzen. Tatsächlich. Schwupp. Schwupp. Geil. Jetzt wieder mit unseren Topflappen. Wie viel Grad braucht man, um Gold zu schmelzen? Und wir packen das jetzt mit Topflappen an. Das sollte klappen. Genau. Das, genau. Dampfender Topf. Da okay. Rein. Okay.
dampfende Form. Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Wasser? Was ist mit Wasser? Pass auf, Freunde. Ich klicke jetzt hier auf die Treppe. Passt mal auf, wo sie hingeht. Ich habe jetzt hier auf die Treppe geklickt. Okay. Normalerweise latscht sie sonst immer hier hin. Sehr, sehr. Vorführeffekt. Das ist unglaublich. So, wieder... Oh, ah ne, warte. Hier sind, glaube ich, auch Waschbecken, oder? Da hinten. Ja. Spüle. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Aha. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. So, das heißt, wir haben jetzt einen Generalschlüssel. Sehe ich das richtig? Ich habe es fast geschafft. Ich muss fast irgendwie den fertigen Schlüssel daraus prügeln. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Ja, Generalschlüssel. Ich habe einen eigenen Generalschlüssel. Ich fühle mich wie ein griechischer Sagenheld. Du hast den Olymp erklommen und die Götter auf ihrer Toilette eingesperrt. Ja, das ist lustig. So, jetzt, genau. Was machen wir jetzt mit unserem Generalschlüssel? Erstmal möchte ich da vorne das Gitter öffnen. Vielleicht das hier schon? Ja! Was heißt ja? Was heißt das? Ah! Endlich, endlich, endlich können wir hier die Abkürzung nehmen. So, was fällt mir jetzt noch alles ein? Noch eine Höhe, da war noch ein Schloss. Da nämlich. Endlich. Ja. Hehe. Ho, ho. Hihi. So, und hier oben ist, glaube ich, noch eine Tür gewesen. Ja, geh hoch. Warum finden wir in dem gesamten Spiel keine anderen Klamotten für Edna? Das mit dem. Klack. Und? Ach, das ist unsere Zelle. Ist doch nicht wahr. Und ich hab, wer weiß was gedacht, was das ist. Ah! Okay. Naja. Toll. Super. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Was machen wir jetzt damit? Ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt auch echt keine Ahnung durch den Aussetzer gerade eben, weiß ich gar nicht, wie lange jetzt hier der Teil ist. Habe ich jetzt eigentlich was vergessen? Das. Moment, wir haben jetzt den Generalschlüssel. Wo konnten wir denn noch wo nicht hin? Gehen wir hier runter. Hier hinten war nur die Küche. Ach ja, richtig, genau. Ganz unten im Keller. Ja, Baby. Der Ausgang, natürlich. Gegenüber der Küche. Und jetzt, wo wir eigentlich hier den Abkürzung nehmen können, sind wir eigentlich fast aus dem Haus. Das ist unglaublich. Ach, Edna. Warum gehst du nicht dahin, wo ich hin will? Komm jetzt, mach nicht so spannend. Ja, ja, ja? Ja! Ja! Klack! Und tschüss! Es hat sowas von Maniac Maze. Ich bin endlich frei! Yippie! Ja! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Nein! Mist.
gleichzeitig. Oh, Zwischensequenz. Okay. Ach, guck mal an. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Was? Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay, also, unser Doktor ist wieder da und Poki will wieder was? Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch 2 Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Ja, mach das. Wiedersehen. Danke. Es ist unglaublich. Da freut man sich extrem und dann passiert sowas. Dengel. Was passiert denn? Ja, und? Ich habe meinen eigenen. Nee. General, soll es ein Witz sein? Es soll ein schlechter Witz sein. Ey, was macht die da? Ich habe meinen eigenen. Da sind lauter Generalschlüssel drin. Ich brech ins Essen. Gehe zur Limousine, gehe zur Garage. Gehe zu Ums Haus. Naja, da möchte ich noch nicht hin. Erstmal vielleicht zur Garage. Ah, okay. Ach, Poki. Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg. Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn. Naja. Unsinn! Okay. Womit? Ach so, nehmen. Starthilfe. Slaubenslüssel. Nehmen Slaubenslüssel. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass wir hier noch kein Seil oder sowas hatten. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Wie es eigentlich normalerweise in jedem anderen Adventure auch gibt. So, kann man die aufmachen? Zu. Okay. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Generalschlüssel. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Okay, soll es ein Hinweis sein? Strohhalm vielleicht? Nein, der Strohhalm ist nicht aus Unzerstörbarium gemacht. Oh. Vielleicht mit was anderem? Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Okay, dann eben nicht. Ansonsten habe ich ja sonst noch irgendwas. Nein. Mit dem Kleiderbügel vielleicht. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Ach, guck. Und nun?
Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ah, Harvey! Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist so. Edric. Haha. Okay, wir sollten uns um ein Gefährt kümmern. Wir haben ein Gefährt, aber der hat keinen Reifen. Okay. Rede mit Auto. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Okay, dann eben nicht. Ah, halt! Moment, was war denn da drin? Nee. Doch nicht. Nee. Okay. Gehe zu raus. Ich dachte, da steckte was drin, was wir nehmen können. So, Limousine. Was haben wir denn hier? P. Was? Ersatzreifen. Es ist das fünfte Rad am Wagen. Ja, so kann man das auch sehen. Nimm. Nein. Nein. Oh oh. Nein. Wio, wio. Wer war das? Oh nö. Ist der weg? Ja, er ist weg. Poki. Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie dann noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle. Steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet. Und singt dann Don't Cry For Me, Argentina. Das fand ich immer so rührend. Dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me, Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Autobiografisch? Oh Gott, was war das denn gerade? Oh mein Gott. Ja. Freunde, ich würde vorschlagen, weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht weiß, wie weit und wie lange ich jetzt hier aufgenommen habe durch den Aussetzer von vorhin, machen wir hier Schluss und sehen uns gleich mit dem nächsten Teil wieder. Da habe ich auch schon eine Idee, was wir machen können, nämlich unseren Schlüsselmeister besuchen. Ja. Und ja, dann sehen wir uns gleich hoffentlich wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.